Hallo, Baba. Mir geht's gut, wie geht's dir? Du geiles Tier. Wie geht's, wie steht's? Was macht Arbeit? Immer noch so stressig. So, jetzt erstmal einen Erdboden hier reinzimmern. Jetzt probieren wir es nochmal mit. Ah, da habe ich noch lauter Strohkack. Gras schneiden. Das ist das ganze Gras hier weg. Steinchen. So. Ist zwar stressig, aber spaßig. Das ist natürlich wichtig, dass es spaßig ist. Deadpool, mein Muschelwerfer, vielen Dank für deine 100 Muscheln, die du mir gerade an den Schädel geschmissen hast. Freut mich sehr. Aber warum A mit 2H? Warum A? Wolltest du gar keine Muscheln schmeißen? Wolltest du mich mit anderen Sachen beschmeißen oder was? Mit Dreck? Er wollte mich mit Dreck beschmeißen, er hat sich. Ach, du hast noch 400. Das ist ja interessant. 400? Das ist ja ein kleiner Reichtum, den du da hast. Es wäre eine Schande, würde jemand kommen und dir diesen Reichtum einfach so klauen. Wächst der Scheiß jetzt hier eigentlich auch oder was ist das? Also ernst gemeinte Frage, was ist das hier? Das ist, irgendwie sieht das so aus, als ob da was fehlt. Aber ich habe keine Bären mehr. Ist das das Problem? Ja. Kannst rein theoretisch alles schmeißen. Weil du kannst es dir natürlich auch aufsparen und jeden Tag mal was schmeißen oder... Weiß ich nicht. Aber so weit geht es... Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, es geht immer. Weil zum Beispiel der gute Dragonfire, der ist nämlich Experte im Schmeißen von Muscheln. Er ist ein alter Muschelschmeißer. Wo ist denn jetzt hier eigentlich Essen gewesen? Ach, Bären sammeln. Bären gibt's keine mehr, oder was? Scheiße. Doch, da oben. Sammelt Bären! So, hab ich mal Krele schon Hallo gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Warum du Experte bist, ganz einfach, Dragon, weil du immer verschiedene Zahlen schmeißt. So 118 oder 212 oder 14 oder 50. You know? Deswegen sind sie Experte, Herr Dragon. Musst du jetzt durch. Ein bisschen Zwirn bauen. Eine Schlingfalle. Mhm. Wo ist denn so ein Hasenbau, von dem hier geredet wird? Hasenbau. Hasenbau. Das ist auf alle Fälle kein Alter. Deadpool. Ja, da sind es 500 Muscheln. Vielen Dank. Für deine großzügige Muschelspende am heutigen Freitagabend. Freut mich sehr. Ich muss mal gucken, wo ich überhaupt mein Stuhl steht. Ich bin mir fast sicher, werde auf alle Fälle diesen Monat vielleicht noch meinen Stuhl bestellen können. Ach, geil. Endlich mal was. Dieses Scheißstuhl hier, ne? Der ist so asozial scheiße. Da freue ich mich schon drauf, dann neues Gerät anschaffen zu können. Dank euch auch. Dank Subs und Spenden und Werbungsgucken und alles Mögliche. Nicht olles Tier. Nicht olles altes Schalentier, ich weiß schon. Du hast ja recht. Okay. Makrele. Makrele hat auch noch ein Su raus. Dankeschön, Makrele, auch noch für das Su. Und hey, schau, wir haben Hype Train am Laufen. Yay, tschut tschut. Denke mal, das wird heute nicht funktionieren. Ich habe gar nicht geschaut. Ich habe ja das Ding immer noch drin, ne? Aber ich muss das mal zusammenrechnen. Ja, das wird nicht aktualisiert. Das muss ich leider selber aktualisieren. Aber wir müssten jetzt irgendwo bei... Was war das? Muss mal zusammenrechnen. Das war vor... Ja, 3-4 Wochen. Müssen wir in der Zwischenzeit eigentlich bei 450 oder sowas legen, glaube ich, mit den letzten Subs und Spenden. Weil da werden nur die Spenden reingerechnet, die Streamlabs selber macht und der Rest, den muss ich da selber hinzufügen. So, kann ich auch. Dankeschön, Dragon, auch an dich. Vielen Dank. Komm hier vor, so kommt man sich vor, wenn man hier so Montana Black ist im Stream, ne? Da spenden, ne? 5000 Euro Spende, Kustiger. Danke, danke. Meine Freunde. Zu gütig von euch allen heute.
Was ist denn der, was ist das hier? Baba! Ah! Mein lieber Baba, vielen, vielen Dank. Wer deine 10 Subs schon wieder, meine Güte. Ich muss irgendwann mal... Baba bewegt sich auf 100 Subs, der hat schon 91 Abos verschenkt. Digga! Beruhig dich mal ein bisschen, ohne Witz. Wirklich super nett, aber ich habe irgendwann ein schlechtes Gewissen. Es... Oh. Alter, ich mag sowas eigentlich gar nicht. Ich finde, es ist... Oh Mann, Baba, wirklich vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Unglaublich, echt. Ihr habt sogar den Hype Train. Level 4 Hype Train. Kriegt ihr da nicht irgendwas geschenkt sogar? Kriegt ihr da nicht irgendwie Emojis oder irgend sowas? Ja, okay. Oh, Leute. Dragon auch nochmal mit 100 Muscheln. Dankeschön. Ihr macht mich alle fertig heute, echt. Oh, Mann. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, meine Freunde. Haben wir jetzt die 10 Mal? Ja. Und ja, Dragonfire mit den 100 Muscheln noch hinterher, meine Güte. Vielen Dank, Leute. Mensch, freut mich doch sehr. Saba ping, 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 saba ping. Was ist denn das heute? Oh. Ich kann das nicht mehr. Was ist denn heute los mit euch? Mann, ohne Witz. Ah. Meine Freunde, habt ihr alle im Lotto gewonnen oder was? Was ist denn das heute? Ohne Witz. So, habt ihr irgendwie in Aktien angelegt? Das ist irgendwie durch die Decke gegangen, eure Aktien? Oder was ist das heute, ey? Auf alle Fälle ist mein Donation Goal durch. Mein Donation Goal ist auf alle Fälle durch. Das nehme ich heute raus. Scherz, das Donation Goal, das ist durch. Ihr habt übertrieben, ihr habt den Vogel abgeschossen. Das ist unglaublich. Ohne Witz, was ist falsch heute? Ihr seid heute total. Am Samstag. Ihr rastet am Samstag komplett aus. Samstagmorgen 0.25 Uhr bei der Krab. Na, okay. Nein, das ist nicht. Baba, warum? Baba, warum? Wirklich, Baba, ihr habt es gerade eben gesagt. Warum? Warum, Baba? Warum, was machst du denn nicht? Das sind 30, 111 Geschenke. 111. Was? Deadpool. Deadpool mit 10 Subs hier einfach komplett random. Der hat doch eh schon die. Du hast doch dem Monat eh schon 10 gehabt. Du bist jetzt schon bei 20. Deadpool jetzt bei 100. Baba jetzt bei 100. Was ist denn falsch mit euch? 111. 111. Baba, du bist komplett krank. Wirklich. Im Positiven Saba und im ping, Negativen. Saba ping, Saba ping, HS, Cheers, HS, Cheers, HS, Cheers, HS, Cheers, Saba ping, Saba ping, Saba ping, Saba ping, HS, Cheers, HS, Cheers, Saba ping, Saba ping, Saba ping, HS, Cheers, HS, Cheers, Saba ping, Saba ping, Saba ping, HS, Cheers, HS. Ah! Ich kann ja mal. Leute, wir haben Stufe 5 Hype-Train. 437%. Das schafft doch sonst auch keiner. Ah! Baba, ich bin deine private Hure irgendwann, wenn das so weitergeht. Und Dragon und Deadpool sind direkt hinten dran. So, wenn Baba mit mir fertig ist, kommen Deadpool und Dragon. Und nehme ich danach auch noch durch. So, das ist... Ja, ich bin deine private Hure, das stimmt. Ja, ich bin verkauft, wo mein Kanal ist verkauft, wo ich bin jetzt im Privatbesitz von Baba. Baba ist der größte Anteilseigner hier in der Zwischenzeit.
Baba ist der größte Anteilseigner. Direkt gefolgt von Deadpool und Dragon. Danach kommen Makrele und noch ein paar andere. Und ihr habt einen Level 5 Hype Train Emote erhalten. Wahrscheinlich ihr alle, oder? Ja, ihr habt einen Level 5 Hype Train Emote erhalten. Dürft ihr jetzt echt stolz drauf sein, das ist echt geil. Oh Mann, ey. Ihr seid so krank, alles ab. Ey, man kommt von der Arbeit. Man kommt von der Arbeit, denkt an nichts Gutes. Und dann sprengt ihr komplett, komplett den Rahmen. Komplett. Leute, ihr seid so geil, wirklich, ohne Witz. Wisst ihr, manchmal, ich bin manchmal echt ein bisschen auch demotiviert und so, weil ich einfach irgendwie das Leben scheiße ist, trotz allem, aber an solchen Abenden, dann kommt dann doch wieder ein bisschen die Freude durch. Oh Mann, wo sind denn diese Choo-Choo-Emojis? Wo finde ich die denn? Habe ich die jetzt auch oder habe ich die jetzt nicht? Doch, die Hype-Train. Oh. Saugeil. Leute, ihr seid die Geisten. Und jetzt vielen, vielen Dank an alle. Aber Baba, Baba, du hast jetzt Dings, du hast Verbot jetzt, okay? Ich verbiete dir ab sofort Geschenke zu verschicken, okay? Meine ich ernst, das langt mit 111 Subs in 2 Monaten. Also, nein, aus. Aus. Baba hat jetzt Verbot. Du musst erst um Erlaubnis fragen, bevor du wieder was machst, okay? Dass wir uns da gleich verstehen. Weil das geht so nicht. Das kann ich nicht zulassen. Nein, das ist mir egal, ob dich das stört oder nicht. Ich verbiete es dir einfach. Mein Ernst? Ansonsten frage ich bei Twitch an, dass sie dich blocken bei mir für Subs oder sowas. Das wird bestimmt möglich sein. Oh, ich kann immer. Ich kann immer. Leute, ich bin Paddy. Weißt du nicht mal 1 Uhr? Oh. 40 Geschenkabos und 1000 Bits in 5 Minuten. Wisst ihr, wie viel Geld das ist? Dafür muss ich eine Woche arbeiten. Und ihr müsst dafür auch ewig arbeiten. Jetzt kriegt ein bisschen entspannen wieder. Ein bisschen entspannen. Nein, das geht ja nicht, ey. Oh, okay. Deadpool! Was habe ich gerade gesagt? Aus, habe ich gesagt. Aus! Ich krieg morgen Anruf vom Finanzamt. Hier, wird hochgestuft. Vom Geringverdiener auf Besserverdiener. Wegen den 5 Minuten jetzt. Wegen 10 Minuten, Steuerklasse 5 oder so jetzt, kriege ich morgen Anruf. Hier, ja, sie verdienen jetzt mehr wie 100 Euro im Monat. Jetzt kommen sie mal hier in den Taster her. Was ist denn los mit euch heute? Wirklich? Lasst mal sein jetzt. Ist doch mal gut jetzt. Wer hat's da fragt, woher der Lampo kommt? Lampo ist sponsert bei... Lampo ist sponsert bei Twitch. Also Deadpool für dich auch. Du kriegst jetzt ebenfalls ein... Dragon. Dragon, ohne Witz. Deadpool, Dragon und Baba, ohne Witz. Ihr seid alle so kurz davor, dass ich bei Twitch... Wirklich, ich frag nach, ob das geht, dass ich Leute blocke. Für Subs. Und für Bits. Ohne Witz. Was ist das heute hier? Was macht ihr hier? Jetzt kommt wieder die Fischdings. Ah, ping, 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 ping. Mehr Moneten und Makrelen. Saba ping, saba ping, saba ping, saba ping, saba ping, saba ping, 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 ping. Saba ping, 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 saba. Ich beschwere mich nicht über Geld.
Aber wenn zwei, drei Leute so eskalieren, habe ich einfach ein schlechtes Gewissen. Weil ich weiß, wie viel Geld das ist. Ich weiß, wie viele Leute arbeiten müssen für sowas. Und ich finde das halt persönlich. Wenn einzelne Leute so viel Geld rausballern, habe ich schlechtes Gewissen. Wisst ihr, was ich meine? So, ich weiß, die Leute machen das freiwillig und die machen das, um mich zu unterstützen und Spaß zu haben und ich feiere das und finde das super, aber trotzdem finde ich das persönlich etwas, ja, das macht einfach ein schlechtes Gewissen für mich. Wisst ihr, ich weiß nicht, warum, ich bin nicht so. Ich bin nicht so, dass ich sage, ja, geil und super und immer her damit. Nein, es ist... Ah, Leute, jetzt haben wir, jetzt haben wir in der Zwischenzeit, wir haben jetzt 50, 60, 50 Subs, über 1000 Bits. Das ist mehr als die ersten zwei Monate bei meinen Streams rübergekommen ist. Oh Mann, ey. Was du hier ausgibst, ist 0,004% deines Nettogehalts, also jetzt geht noch. Also bei mir sind es wahrscheinlich 20% des Nettogehalts, was ihr hier rausgeballert habt schon wieder. Wahrscheinlich mehr sogar. Also Freunde, wirklich vielen, vielen Dank, aber dennoch, ich möchte, also die Person wissen, wen ich meine. Ihr habt für auf alle Fälle mindestens für die nächsten zwei Monate habt ihr Verbot von mir. So, dass es geklärt ist. Vielleicht Stimmversagen hier noch. So, meine Freunde, jetzt müssen wir dann trotzdem auch nochmal, so komisch es ist ja hier. Lambo wird geteilt. Ja, du darfst hinten sitzen, okay. Du darfst Farbe aussuchen. Du hast noch Bits im Magazin. Die tust du einfach irgendwo unter den Tisch verschwinden lassen oder so. Nächste Monate werden hart nur Brot und Wasser. Ja, das geht den Jungs ja auch so. Die kriegen auch nur noch Brot und Wasser. Ich hätte gesagt Diamantfarben. Am besten noch mit so kleinen Mini-Diamanten drin. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es so einen. Wie viel kostet der? Wie viel war das? Und das gab mal so ein. Es gibt ein Lambo mit so kleinen Diamanten eingearbeitet. Ich weiß ja nicht mehr, wie viel der kostet. Ich habe mal einen Bericht darüber gesehen. Ah, ich weiß nicht mehr, wie viel der gekostet hat. Okay, die Tür können wir automatisch einbauen. Oh, Leute, mein Herz, ey, ich höre so richtig. Bum, 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 bum. Einkommensteigerung von 180%. Oh Mann. Hm. Finanzamt ist eh wild. Ich habe letztes Jahr Steuererklärung gemacht. Haben sie irgendwie ein halbes Jahr nicht beantwortet. Dann habe ich so geschrieben und so, hey, hallo, was soll der Scheiß? Hier Steuererklärung gemacht und so, warum antwortet ihr nicht? Und dann auf einmal zwei Tage später kam eine Antwort, also kam da die Steuererklärung. Ich habe gedacht, so, okay. Aber wie, du machst den Tag zu spät. Und dann direkt Kopf ab, Alter. Du. Geier vom Finanzamt, Alter. Zum Glück wollt ihr kein Geld von mir, weil ich kaum Einnahmen habe. Das ist das Schöne, dass die, auf also YouTube-technisch ist so, dass sich Einnahmen und Ausgaben fast auflaufen. Also da bleibt nicht viel übrig, deswegen muss ich nicht viel zahlen, das ist ganz chillig. Wobei, wenn ihr mit Twitch so weitermacht, kriege ich nächstes Jahr wahrscheinlich fett auf die Fresse vom Finanzamt. Ja, hallo, Herr Krabbe. Herr Krabbe, Sie müssen dringendst uns erklären, woher Sie das ganze Geld bekommen. Einfach Regel, wenn das Finanzamt dir nicht schreibt, dann bekommst du wieder Geld zurück. Die schreiben nur, wenn sie Geld bekommen. Ja, so einfach ist leider dann doch nicht immer. Aber an sich hast du natürlich recht, ja. Weil ich von einer Bekannten mal mitbekommen habe, die hat irgendwie Steuererklärung gemacht, die hat was falsch angegeben, das wurde falsch ausgerechnet. Und dann hat sie irgendwie 1000 Euro zurückbekommen. Aber die haben das innerhalb, das war innerhalb von 4 Wochen fertig, also sie hat die Steuererklärung abgeschickt, Steuererklärung ist wiedergekommen, sie hat 1000 Euro bekommen, das ist alles, weil ein Fehler drin war. Aber das Finanzamt auch nie bemerkt und haben sie halt Pech gehabt, ne? Zahlen Krabben überhaupt Steuern? Ja, leider schon. Wir leben in Deutschland. In Deutschland zahlt alles und jeder Steuern. Oh, das ist übrigens scheiße. Mir ist da gerade ein kleiner Fehler aufgefallen, meine Freunde. Muss ich gestehen, das ist jetzt nicht so toll. Und zwar, das muss ich dann am nächsten Tag ausbessern auf alle Fälle. Also in Deutschland ist so, da wird sogar mein Panzer noch besteuert. Skandalös, wenn ihr mich fragt, eigentlich. Nein, nein.
Nein, nein. Es ist sogar, nee, das ist nicht. Dragon ist nicht richtig. Rein theoretisch zahlen sogar Hunde Steuern. Es gibt ja die Hundesteuer. Das heißt, euer Hund zahlt Steuern, dass er hier leben darf. Ihr zahlt zwar für den Hund, aber eigentlich ist es der Hund, der die Steuern zahlt. Oder rein zahlen müsste. Also rein theoretisch. Versteht, was ich meine? Also in Deutschland zahlt alle Steuern. Also es gibt in Deutschland. Arbeiten die überhaupt noch? Oh, kann es sein, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe? Kann es sein, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe und die deswegen kein Aal mehr gefischt haben die ganze Zeit? Nee, nee, da ist sogar noch gekochter Aal. Sehr komisch. Ich dachte ganz kurz, dass wir, dadurch, dass ich hier dieses bis morgen warten vorne hingesetzt habe, dass der quasi immer gewartet hat auf den nächsten Tag. Weil ich glaube fast, dass das immer noch richtig ist. Irgendwie das. Ne, ich glaube trotzdem, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Da musst du aufpassen, das ist ein bisschen tricky tatsächlich. Alter, nur weil die alte Kacken geht, wird es um 12.04 Uhr runtergesetzt. Ganz toll. Wenn. Was? Apropos Panzer, wenn du es schaffst, einen Panzer zu kapern, kannst du deinen eigenen Staat ausrufen, weil das Heer nicht gegen Länder agieren darf. Sprich, die müssen dich als eigenes Land anerkennen. Makrele, gute Nacht. Viel Spaß auf Arbeit morgen. Ich muss nicht arbeiten. Ich bin jetzt Rich Bitch. Ich bin jetzt ein Rich Krabbe. Kündige meinen Job morgen. Und dann brauche ich nur noch 10 Barbaren und 10 Deadpools. Dann muss ich nie wieder arbeiten. Nein, Spaß. Aber rein theoretisch wird es funktionieren. Makrele ist sowieso immer verpeilt. Also Makrele ist die Verpeiltheit in Person eigentlich. So, Landwirtschaft. Gut, da muss natürlich Transport. Ich wollte das eigentlich kurz noch umbauen. Indem wir hergehen und die Wände nochmal einreißen. Also die Wände nochmal einreißen. Ich bin auch verpeilt da. Übrigens, ganz lustig, heute war ja der G20-Gipfel. Was halten die ja nicht davon, dass der russische AM sich nach seiner Rede direkt verkriminalisiert hat? Also ich fand's lustig. Vor allem, ich hab's nicht ganz mitbekommen. Ich habe irgendwas gelesen von wegen, dass sich alle beschwert haben, dass die nicht miteinander geredet haben. Aber im Vorhinein hat jeder Gespräche ausgeschlossen. Also irgendwie war das scheinbar so, dass zum Beispiel die Baerbock davor gesagt hat, sie will nicht mit ihm reden oder irgendwie sowas. Und dann haben sie sich irgendwie drüber aufgeregt, dass er einfach gegangen ist. Ich habe es nicht ganz gecheckt, also ich habe es nicht ganz mitbekommen. Also die größte Comedy-Show aktuell ist Großbritannien. Wie sich ein Land so kurz gegen die Wand fahren kann, ist auch echt ein Phänomen. Also da muss ich wirklich sagen, Respekt. Nein, 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 die... Hallo? Hallo, bringen Sie die Matte wieder her. Hat hier super funktioniert. Ist das jetzt? Hä, Digga, was machst denn du? Hä, was wird denn das hier? Hä? Gerade verarschen? Warum haben die scheiß Schlafmatten jetzt hin? Ey, die träume ich doch schon wieder maximal, oder? Alter. Weird. Ja. Also die Briten haben schon alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wobei, ob der Brexit ein Fehler war, das wird sich erst in ein paar Jahren wirklich richtig zeigen. Das ist einfach zu kurz aktuell. Um da wirklich sagen zu können, war das jetzt ein Fehler oder war das jetzt kein Fehler. Aber eins kann man auf alle Fälle sagen. Was die jetzt aktuell abziehen, mein tiefsten Respekt Großbritannien. Die hauen ihr Land richtig vor den Karren aktuell. Ich finde es krass, wie viele Länder aktuell in die Scheiße reiten. Ich gehe auch davon aus, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass zum Beispiel in den USA Trump wieder gewählt wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil Biden hat aktuell die schlechtesten Werte, die jemals ein US-Präsident hatte. Und das sind eigentlich immer die perfekten Voraussetzungen dann für jemand anderen, da wieder an die Macht zu kommen.
Vor allem Trump hatte schon gesagt, er wird wieder kandidieren wollen. Hieß übrigens Eisenerz, by the way. Ist nur das Problem, dass wir nichts mehr zu happy haben. Wir haben auch keine Äste mehr, oder? Doch, Äste haben wir auf alle Fälle. Aber wir haben kein Stroh. Ah, lol. Jetzt hat. Jetzt müssen wir doch da wieder Stroh bekommen, oder? Das jetzt richtig verstehe. Das Gras noch mit wegschneiden. Vielleicht sollte ich nochmal Flachs anbauen. Können wir das nicht einfach da hinbauen? Getreide, Schilf. Nee, warte mal, stopp. Ah, nee, das was. Was ist jetzt Schilf oder ist es Flachs? Was ist das? Schilf, das ist Schilf. Ja. Das heißt, wir müssen einfach Schilf rein theoretisch hier hinballern. Da geht's aus irgendwelchen Gründen nicht. Okay. Dass wir dann wieder hier schön ernten können. Ja, das Ding ist, es ist immer viel Populismus, ne? Und Trump hat es eigentlich perfektioniert mit seinem Populismus immer. Der hat es immer geschafft, sich so hinzudrehen, dass es ihm gepasst hat. Habe ich jetzt eigentlich Stroh oder habe ich jetzt keinen Stroh? Will mich jetzt gerade verarschen? Warte mal, ich verstehe es jetzt gerade nicht ganz, bin ich zu blöd. Wir machen aus Heu, machen wir Heusamen und Stroh. Oder aus Flachs. Aber Flachs macht kein Heu. Hafer macht Heu. Sehr kompliziert alles, muss ich gestehen. Jetzt haben wir ein bisschen Stroh. Also das Hauptproblem, was wir aktuell haben, ist, wir haben nicht das, was wir dafür bräuchten. Wir bräuchten Heu. Jetzt haben wir ein bisschen Heu bekommen irgendwo. Was ist das hier? Das ist Gras. Er gibt Heu. Schau, das ist doch, das gibt doch alles Heu hier. Was wollt ihr jetzt von mir? Da, überall Heu. Heu 4. Was? Britische Panzer haben einen Wasserkocher eingebaut. Das geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück, wo ein gesamter Zug bestehend aus 15 Panzern deswegen zerstört wurde, weil die Besatzung draußen saßen und Tee kochten. Und nicht mehr rechtzeitig ihre Fahrzeuge erreichten. Okay. What the fuck? Klingt auf alle Fälle sehr interessant. Was du da wieder erzählst, Deadpool. Wollte ich schon fast sagen, Dragon. Ich weiß nicht, warum immer Dragon und Deadpool. Gut, es ist beides mit D. Aber ansonsten habt ihr auch keine Ähnlichkeit. Was macht der denn da? Was macht denn der da? Na gut. So, Ziegelsteine sollen wir bauen. Gerne doch. Und Ziegel. Auch nochmal so einen Tontopf nebenbei. Strohfenster. Okay. Na dann bauen wir mal Strohfenster. Jagd-Tutorial. Kaninchen sind eine gute Fleisch- und Fellquelle. Jagdaufgabe. Ah, klick auf ein Kaninchen für die Jagd. Du kannst auch mehrere Tiere zur Jagd freigeben. Ah, das ist auf Englisch. Okay, wo ist die Schlachtbank? Da ist ein Kaninchen im Bau. Wo war denn das? Ah. Schlinge.
Setz mal dort mal eine hin. Und das Trockengestell habe ich noch nicht gebaut, ne? Ich glaube. Nö, das bauen wir dann mal dort mit hin. Na. Warte, Dragon. Da sage ich jetzt nichts zu. Er hat übrigens fleißig abgebaut, der Kollege hier. Kurz bei... Ach, nicht Ideen. Bin ich jetzt dumm? Ja, bist du! Du bist richtig dumm! So, Eisenherz hier jetzt. So, 1, 2, 3, 4, 5. Lagerung Eisenerz. Kugellager. Wahrscheinlich Flötenregal. Digga, was für Zeug das einfach gibt, ne? Ohne. Oh, Werkzeugregal. Sachen gibt's? Sieht ein bisschen scheiße aus, aber gut. Müssen wir jetzt durch. Kruglager, gut, why not? Was brauchen wir denn für den ganzen Scheiß? Baumstämme, Zwirnäste. Gekochtes Fleisch haben wir freigeschaltet. Gut, können wir ja mal gerne mit reinfügen. Ansonsten ist bis morgen warten, kannst du eigentlich weglassen, weil es echt totaler Blödsinn ist. Weil... der soll einfach arbeiten, wann er kann. Eddie Max sagt eigentlich. Wisst ihr, was ich meine? Klar wisst ihr, was ich meine. Ihr seid ja nicht so dumm wie ich. Ja, es gibt wirklich wenig Menschen, die dümmer sind als ich. Das ist völlig richtig. Wie lange ist das? Feuchtigkeit. Wachstumsrate 62. Auch 62, wisst? Ach, da oben links. Wachstum 37, 47. Das würde ich eh gerne ein bisschen weiter ausbauen. Gepflügte Erde. Weiß nicht, ob die Sonne brauchen oder so. Ist mir ja auch scheißegal. So. Schön Felder direkt vor die Hütte hin. Kann das Volk arbeiten. Im Mittelalter gibt es eine 7-Tage-Woche, mein Freund. Hier gibt es keine Freizeit oder so im Blödsinn. Digga, was für Blut? Was für Blut? Einfach ein Schwein verblutet oder was? Was ist denn da los? Ah, wahrscheinlich ein Hase oder so. Ah, wir haben hier gekochtes Fleisch. Nom 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 nom. Warum baut das keiner? Was fehlt denn? Holzstämme haben wieder keine, glaube ich. Wir müssen auf alle Fälle, denke ich mal, auch trotz allem uns um Bäume kümmern, weil ich glaube, wir haben sonst ziemlich bald das Problem, dass wir nicht nur atemlos sind, sondern auch baumlos. Baumstümpfe entfernen. Weiß gar nicht, warum man die Baumstümpfe stehen lassen muss. Also warum man die nochmal extra entfernen muss, das verstehe ich nicht. Aha. Pflanzet Bäume, meine Freunde. Schau mal. 274 arbeiten. Grüß dich, Gaius. Schönen guten Abend. Wo kommst du denn her, geschneit um diese unmenschliche Uhrzeit? Naja, die gehen jetzt eh wieder alle schlafen da. Sag ich jetzt hier mal in der Zwischenzeit das Dach zu, ja, ne? Das ist so gut. Was wollt ihr jetzt von mir? Hoher Aal benötigt. Ja, was denkt ihr, was ich hier mache? Schlafen, oder? Von einem weiteren organisierten Event. Das klingt doch interessant. Was war das denn für ein Event? Macht Barren aus Erz und Kohle. Meine Ofen an. Ey, das sind so. Es schaut so klein aus, ne? Man denkt so irgendwie, okay, das ist alles voll organisiert und so, ne? Oder voll modern. Es ist einfach so kleine Flecken da, irgendwie so kleine Teile. Okay, ich brauche mehr Ziegelsteine. Oh, 50 Ziegelsteine. Holla. Die haben wir natürlich noch nicht. Game of Gods. Crusader Kings Multiplayer Roleplay Event. Ah ja, beim Crusader Kings 3 bin ich eh raus. Crusader Kings 3 ist. Ja, Zwischenzeit für mich gestorben, muss ich gestehen. Zimmerfreischild benötigt. Lässt Reisende wissen, dass es hier Essen und warmen Schlafplatz gibt. Aha. Ja, stimmt. Einen Platz habe ich wirklich frei. Kommen Sie rein und zahlen Sie Unterhalt, aber Essen gibt's nicht.
Essen gibt's nicht. Essen ist eine Lüge. Das mit Essen, ja. Weiß ja nicht. Das macht keinen Sinn, wenn wir jetzt hier mehr fischen, würde ich mal sagen. Weil dann überfischen wir das ganze Ding. Aber wo kriegen wir sonst Nahrung her? Das mit dem Fleisch hat ja auch nicht so wirklich gut funktioniert. Wo war denn mein Bau, den ich immer gesetzt habe? Wo ist denn der hin? Hallo? War der hier? Man sieht ja auch nichts hier im Dunkeln, ne? Gibt es einen Kartenmodus? Umgebung. Was ist das hier? Goldader. Ach, schau an. Schau, mit dieser Goldader müsste man nicht arbeiten gehen, wenn wir die bei uns hier irgendwo vor der Haustür hätten. Was ist das hier? Ah, scheiß aus, oder? Nee, doch. Dünger 100%. Ja, scheiß ist leider der perfekte Dünger, ne? Ist das da? Scheißhaufen. Mal bei Tag gucken, ich sehe es einfach nicht. Ach Gott, also das mit Essen wird ein Problem. So viel kann ich sagen, aber das war ja auch vorher wahrscheinlich schon gewusst. Könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit hier rum... Ich schwöre, der eine steht auf zum Kacken gehen und geht die andere kacken. Da gegossen werden müsste eigentlich auch mal, ganz nebenbei erwähnt. Hoffen wir mal, dass die sich jetzt leicht darum kümmern, hier das Zeug zu bewässern. Das ist nicht relativ wichtig eigentlich. Ansonsten verdursten wir gleich alle. Verhungern wir gleich alle. Problematisch hier. Du nimmst 20% der Einhand der Goldader. Ja, ich denke, das kann ich dann verkraften in dem Fall. Bei 20%. Ich gebe euch 80% ab. Vor den Einnahmen. Von den 20% kann ich immer noch leben. Da ist ein Hasenbau. Ach, hier sind überall Hasenbauten. Ah! Da habe ich schon eine. Ist da ein Hase drin? Auf alle Fälle höhere Prio. Ich brauche eine Schlingfalle dafür. Bauen Sie doch bitte eine Schlingfalle, meine Freunde, mit hoherer Prio. Ja, bauen Sie schon, sehr schön. So, da ist einer. Da ist ein auch noch, schau mal. Und da ist ein Füchschen. Hallo. So, jaget mir ein Füchselein zum Essen. Der ist ganz, ganz fein. So, dich, oder auch nicht. Jagen. Und da hier. Nee. Auch noch eine Schlinge hin. Eigentlich ist die Schlachtbank gebaut eigentlich. Warte mal ganz kurz. Was ist denn da? Jetzt mal ohne Wissen, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Oder eine Schlachtbank. Ach, da ist eine Schlachtbank. Was ist jetzt dein Problem? An was fehlt es denn hier? Es fehlt an Aal. Und an Ästen. Aber Äste haben wir eigentlich. Es fehlt einfach nur an Aal. Das ist eigentlich ein Skandal. Wobei, wir haben aktuell rohen Aal. Arbeiten Sie bitte. Machen Sie bitte toten Fisch. Hallo? Hallo? Machen die denn? Wollt ihr alle verhungern, oder? Okay, scheinbar hat da keiner Bock, sich um Aal zu kümmern. Der jetzt hier darauf wartet, abgeholt zu werden. Mal maximale Priorität, weil sonst verhungern die gleich alle. Jetzt hat. Zeug ist da. Jetzt gibt's. Die Helen macht Essen. Gute Helen. Weil die alle abnippeln hier. So. Habt ihr schon eine gebaut, oder nicht? Und schauen wir noch. Oder brauche ich die öfter? Muss ich das, brauche ich automatisch einen Vorrat? Kann natürlich sein, dass ich jedes Mal, wenn so ein Viech in eine Falle gelaufen ist, dass ich dann die Falle neu setzen muss. Das kann natürlich sein. Gibt es noch irgendwo Pilze zum Sammeln? Wenn er mich schon hier so fragt, so Pilze sammeln? Ja, ein
paar Pilze gibt es hier noch. Jetzt ist die Frage, wie ist das mit der Tierhaltung? Es gibt doch auch Tiere, hier sowas zum Beispiel, ne? So ein Viech. Der ist erwachsen. Bimmern die auch miteinander oder wie ist das? Landwirtschaft. Tierbett. Trägt zur Pflege bei. Nutzer können Räume mit Körperwärme aufweisen. Aufheizen. Schauen wir mal. Leute! Da scheitert schon wieder am Wasser. Kümmert sich da einer drum? Hier, Emergency. Emergency. Alles, was ich nur habe, hier diese Bärensträucher, die in 100 Jahren noch nicht mal fertig gewachsen sind. Das Game ist sowas von RimWorld abgekupfert. Baba. Da hast du recht, ja. Das ist sehr RimWorld-ähnlich. Es spielt sich ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist schon ein sehr offensichtlicher RimWorld-Klon, ja. Aber es ist anders. Also ich möchte jetzt nicht sagen, es ist ein 100%iger Klon. Aber es ist schon sehr, sehr ähnlich. Helene Baumgartner. Ich warte auf ihre Mail für die ganzen Anteile in Copyright-Dinge und so. Helene Baumgartner. Allein auf die Idee zu kommen, Helene Baumgartner. Ich finde es halt ein bisschen komisch, Alter. Weißt du, das ist so ein riesen Tümpel hier und angeblich haben wir hier kein Fischzeug drin, oder? Schmarre hier. So, sind jetzt da Tiere drin oder wie funktioniert das jetzt hier mit den Viechern? Keine Ahnung. Was schleppt sie da rum? Auch keine Ahnung. Haben wir jetzt eigentlich Fleisch gefangen oder sowas? Ist da jetzt ein Viech drinne? Nee. Da ein Viech drinne? Nee. Haben wir rohes Fleisch? Nee. Aber wir haben gekochtes Fleisch. Ja. Also scheinbar sind diese Hasenfallen sehr effizient. 3 Stück habe ich jetzt an der Zahl. 1, 2, 3. Da ist auch noch ein Hase. Achso. Schlinge. Noch irgendwo. Hey, hoppel die du, hoppel die du. Ich schieße dich, dann ist er Ruhe. Oh, sorry, Missklick. Jagen. Ach, das hat auch schon mal besser funktioniert mit den Aufgaben. Jagen. Schießen wir die Hasen, dann können sie mir keinen mehr vom Feld essen. Dein Lied, Dragon, ich hab dein Lied gelesen, ich fand das sehr kreativ, wirklich, ich fand das super. Aber ich krieg gerade Sternbörse. Gäste. Jeden Abend können müde Reisende für die Nacht einkehren. Sind eine gute Geldquelle, wenn du Nahrung und Betten übrig hast. Wenn du keine Reisen beherbergen willst, kann das Zimmer freischild versteckt werden. Aha. Wenn die Zufriedenheit von Gästen auf Null sind, gehen sie sofort und bezahlen nicht, Arschlöcher. Stellenbörse. Schaltet mehr frei. Lockt Jobsuchende an. Handelsposten. Jetzt, meine Freunde, kommen wir zum interessanten Part des Objekts. Jetzt wird's interessant. Das ist der Punkt, an dem sind es. Vor allem habe ich Geld, aber was kann ich mit dem Geld machen? Wann kommen die Krabben, Babykrabben? Da ist hier, hier ist eine irgendwo. Wo ist denn das hin, das Baby-Ding? Keine Ahnung, ist verschwunden. Wo ist denn das Baby? Da ist es. Kleines Drecksding. Statt dass es mal arbeitet, ne? Volles Teil. Ja. Was wird hier gekocht? Nicht scheinbar, da ist rohes Fleisch. Wird scheinbar Fleisch gekocht. Da ist scheinbar Fleisch drauf. Man sieht aber nicht, wieso, weshalb, warum. Hallo? Ich schwör, die sind so verlangsamt, Alter. Was brauchen die denn so lange, Alter? Was seid denn die so öde, tröde? Wir möchten sie hier kurz Wasser ausschütten.
Was ist denn jetzt los? Es regnet. Der Regen. Oh, das ist aber scheiße, oder? Schlecht für die ganzen Sachen. Die funktionieren jetzt alle nicht mehr. Oh, und die Qualität. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, Mist. Oh, kacke. Oh, das ist scheiße. Okay, jetzt habe ich natürlich... Oh, das ist... Kann ich einfach ein Dach machen? Würde das einfach gehen so? Einfach schnell ein Dach rüberzimmern? Warum geht das nicht? Warum ist denn das hier rot? Wieder kein Stroh habe oder was? Da liegt doch sogar Stroh rum. Einfach schnell Stroh zusammenzimmern. Ah, vielleicht weil es nicht ganz gerade ist. Krise! Nee, fuck. Scheiße. Na toll. Na toll, das ist jetzt halt echt super doof. Die verrecken jetzt wahrscheinlich. Das verreckt mir jetzt alles. Und es arbeitet, kann ich schlafen alle. Hört sich wieder auf zu regnen, regnen irgendwann oder regnet das die nächsten 6 Jahre weiter? Ganz toll. Ganz toll. Es hört auch nicht auf zu regnen. Krise. Ja, Handelsposten benötigt. Nervt mich nicht. Hat es aufgehört zu regnen? Gut. Bevor mir jetzt hier alles abkackt. Sei immerhin mal ein Dach da. Mal viel früher das Dach hinbauen soll. Was ist das hier eigentlich? Das ist einfach eine Büsche. So, jetzt haben wir hier zwar schon mal ein Dach. Übrigens, das Wichtigste wäre gewesen, da ein Dach mal hinzumachen, ne? Warum geht das nicht? Jetzt geht's, oder was? Ich glaube, ich weiß nicht, was das Problem ist, weil ich keinen Stroh habe, oder? Oder was ist das Problem? Was ist das Problem? Dass hier nur Ausrufezeichen sind. Haben wir kein Stroh? Doch, Stroh ohne Ende. Wisst ihr, was das Problem ist? Also, ernst gemeint, nein, also quasi nicht so, wisst ihr, was das Problem ist, sondern ich weiß es nicht. Geht nicht. Aber warum? Warum geht es nicht? Warum baut der hier nichts hin? Liegt es am Lagerplatz? Kommen die da nicht hin? Ist das das Problem? Müssen wir den Lagerplatz umändern? Man kann nicht rein theoretisch machen. Also müsste nur Platz finden, den ich nicht habe irgendwie immer noch. Aus irgendwelchen Gründen. Soll ich jetzt sagen, okay, machen jetzt hier so eine, rein theoretisch da eine hin, Bau, Dach, Stroh. Ja, auch nicht. Liegt das an einem Nahrungsding? Übrigens, apropos Wasserkrüge. Setzen die Prio mal ein bisschen runter. Dann müssten die Krüge eigentlich dahin kommen. Die Pilze sind sowas von vergammelt. Gut, wer will schon Pilze, ne? Naja, schmeiß das scheiß Kind ins Wasser rein. So, ihr habt wieder eure Freude, ja?
Tomate macht sich wieder beliebt. As always. Ja, vielleicht macht's. Vielleicht müssen wir ja für dieses Nahrungslager. Wir probieren es einfach mal. Keine Ahnung. Oder warte mal, gibt's nicht nochmal? Warte mal, konnten wir nicht. Es gibt ja rein theoretisch noch Fleischregale. Ah, die Frage, was das dann bringt, gell? Obstkorb, ja. Der größte Witz ever. Obstkörbe. So, was braucht ihr eigentlich hier? Äste, Stroh. Ästehammer. Stroh haben wir auch mehr als genug. Können wir die Pilze bitte wegmachen? Gammeln hier rum. Ich meine, die könnt's auch gerne essen, dann sterben sie wahrscheinlich. Was ist das jetzt? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mich alle verarschen wollen. Ich weiß nicht warum. Aber wir haben 15 gekochtes Fleisch, immer etwas. Okay, Eisenbarren. Eisenerz und Holzkohle. Macht einen Eisenbarren. Da machen wir nochmal Ziegelsteine, Tontopf. Da machen wir nochmal 2x, 3x, 4x, 5x Holzkohle. So, ich gebe mir voll auf den Sack mit euren scheiß Börsen. So, wir brauchen wieder Lehm. Jawohl. Ich meine, die haben eh noch genug zu arbeiten aktuell, aber... Geht gerne nochmal Lehm arbeiten. Heu. Ja. Das ist schon fertig hier? Nee. So, rohes Fleisch wird benötigt. Ja, ich arbeite ja hier hart dran. Wir haben ja überall hier Hasenfallen. Aber wenn natürlich kein Hase in der Schlinge steckt, was willst du mal? Oh, Feuer, was? Feuer! Feuer! Bekämpft den Brand! Alarm! Ah, sehr gut. Können wir das kurz mal wegschmeißen? Entfernen. Alter, was ist denn das für ein Kack? Okay, jetzt dachte ich schon, der fackelt schon wieder ab hier. Ah, das Ding ist Krise, Alter. Der eskaliert richtig. Komisches Zeug. Was ist das hier eigentlich? Immer noch unser Werkzeuglager. Mit 4 Schlingfallen. Okay, da ist Fisch und Fleisch gleichermaßen drinne. Muss die Qualität zu scheiße. Kann ich das jetzt dann überdachen oder geht das auch nicht? Kann sein, dass man. Also warte, ich habe da ein Dach. Lol. Weil da wahrscheinlich eine Mauer dran war. Und da ist nichts dran. Das kann natürlich sein. Brauchen wir noch ein Sägewerk? Das tun wir mal dorthin schmeißen. Ein Steinkamin. Ey, wieder so viele Sachen, die du bauen kannst. Was ab in die Küche? Nix da ab in die Küche, muss hier arbeiten. Können wir es kurz dorthin lagern? Und dann können wir nämlich. Dann können wir nämlich das Zeug hier alles ordentlich erstmal rüberbringen. Können wir dann eine Mauer hinschmeißen später. So, das Zeug kommen wir weg. Holzstämme haben wir noch 114. So, haben wir unsere ersten Eisenbarren. Jobs haben wir in der Zwischenzeit fast alles abgearbeitet. Ja, ja. Bretter, Äste können wir aus Baumstämmen machen, okay. Ey, Dragon, gute Nacht. Wünsche ich dir. Vielleicht bis morgen. Hoffe ich doch. Und ja, danke, dass du da gewesen bist. Und schlaf gut. Seit 5 Uhr wach klingt sehr unangenehm, muss ich sagen. Bin jetzt seit 11 Uhr wach und fühle mich wie 180.
alle Fälle muss ich das Bewässer mal hochsetzen. So, jetzt geht's erst wieder alle schlafen. Faules Volk. Faules Fußvolk, echt. Wie sie die ganze Zeit alle pennen gehen, echt. Wir haben angeblich nichts zu essen, hä? Was ist das hier? Das sind 7 Aale. Achso. Aber die essen alle Fleisch, die Gauchos, Alter. Als ob es nur Fleisch gibt, weißt? Ob es nur Fleisch gibt. Da liegt noch was drauf auf alle Fälle. Aber das wird wahrscheinlich über Nacht verkokeln. Baba ist auch noch da, Baba. Relon ist auch noch da. Mei, ey. Das freut mich ja, dass auch ein paar Leute da sind außer mir. Ich dachte schon, ich bin der einzige Spieler, der da ist. Ja, komm, da machen wir jetzt mal was. Das bringt uns Bretter und Rinde. Und da kommen auch einfach mal so 10 Stück oder 20 Stück oder so, keine Ahnung. Ich werde keine Aldings bauen, weil... Jetzt ist Fischen wieder auf 100, echt jetzt? Jetzt setzen wir trotzdem... Pass auf, vielleicht setzen wir doch nochmal eine Aalfalle hin. Regnet schon wieder oder täuscht mich das gerade? Was ist mit dem Pilz passiert? Wird erstmal schön gewässert. Döner mit allem. Krabbe mit allem, oder? Krabbe mit allem und extra viel scharf. Ich würde gerne Bärenbüsche pflanzen. Das Problem ist nur in der Geschichte, es gibt keine Beeren. Hast du keine Beeren? Hast du keine Beeren? Weisheiten mit der Krabbe. Was pflanze ich jetzt hier eigentlich gerade? Gras. Aber nicht das Gras, was ihr wieder denkt. Das noch kurz mit darüber. Was wollt ihr jetzt? Schmiede. Meine Güte, ihr geht mir voll auf den Sack, als sie jetzt alles von mir wollen, Alter. Bau dies, bau das, bau eine Ananas. 50 Ziegelstein. Habt ihr Lack gesoffen? Habt doch gar keinen. Ich hab gar keinen Ziegelstein mehr. Ich hab 0. Ne, da habe ich 25, wird noch nicht angezeigt da oben. Alter, ich hab so viel Scheiß. Das ist jetzt ein bisschen problematisch natürlich. Auch noch Steinregal für Ziegelsteine. Dann irgendwas für Felle. Schaut aber lustig aus mit meinem riesen Dings da. Wenn am nächsten Tag die Welt untergehen würde, was würdet ihr machen? Das ist eine sehr interessante Frage, die du da stellst, Deadpool. Puh, wahrscheinlich rumhuren oder so. Keine Ahnung, rumhuren und saufen. Wahrscheinlich. Denke ich mal. Irgend sowas. Was anderes wüsste ich jetzt gerade gar nicht, was ich machen würde. Weil das Ding ist, so arbeiten auf alle Fälle nicht mehr. Rumfahren auch nicht. Und da wäre ich wahrscheinlich relativ einfach gestrickt. Ich habe hier überall diese Schlingen, aber ich weiß nicht, ob da jemand reinläuft, ehrlich gesagt. Vielleicht noch ein paar extra von diesen Schlingfallen hinsetzen. Weil hier unten habe ich noch irgendwo ein Loch gesehen. Hier. Stopp. Da unten war auch noch einer. Könnte ich auch mal die Viecher einfach jagen. Scheiß auf die Hasen. Tötet sie alle. Oh, guck mal, kommt der Nackte vorbei, Alter. Stimmt, Kleidung muss ich auch noch machen. Shit. Ist ja nicht so gut. Hier ist und bleibt das Problem Ziegelstein und Eisenbarren auch. Eisenbarren sind das andere Problem. Holzkohle, noch mehr Ziegelsteine. So, hier brauchen wir auf alle Fälle immer Schlingfallen. Da brauchen wir, genau, 5 Vorrat von 5. Das ist immer wichtig. Also Frage, wie machst du Kleidung? Wir haben ja hier irgendwie Flachs-Dinger, ne? Erforderliche Fertigkeit, Kleidung. Der macht ja Kleidung oder so, ne? Kleidung. Also Aufgaben. Kleidung. Flachsrotte. Ah, lol. Okay. Hupsi.
Ja, direkt neben der Toilette, Alter. Sehr schön. Direkt neben dem Kackhaus. Direkt neben dem Kackhaus. Moment, wo warst du denn jetzt wieder? Bedürfnisse. Plumpsklo. Setzen wir jetzt mal eins da drüben ein bisschen weiter hin. Dafür reißen wir das ab. Okay. So, hier dürft ihr Kleidung produzieren. Okay, das ist aber keine Kleidung. Weiß nicht, was das sein soll, aber eine Kleidung ist es vor alle Fälle mal nicht. Machen wir ein paar davon, keine Ahnung. Also wie Stroh habe ich leider gar nicht mehr. Auf alle Fälle trotz allem Pflanzen, Gras. Alles mit Gras vollhauen hier. Ey, da liegt einfach ein Fleischspieß. Kompost. Nutze Dungeimer zum Sammeln. Nutzt Dungeimer zu sammeln, wird mit Stroh, Asche und einem Sack kombiniert, um Dünger herzustellen. Okay. Jetzt kommen wir langsam aber sicher ans interessante Zeug. Weil über Planung habe ich eh keine. Ich mache eh, wie mir es taugt. Jetzt nur eine kurze Frage, warum generell sich da keiner drum schert. Da liegt einfach Fleisch rum. 10 Fleisch liegen da einfach rum. Ohren, Augen, Katze, Hallöchen und gute Nacht. Hallo und gute Nacht. Ja, das ist doch mal, ja. Ein Feuerwerkskörper im Atomkraftwerk zünden, das war sehr kreativ. Das Ding ist, es wäre total nutzlos, weil... Ich meine, wenn die Welt untergeht, dann brauchst du auch kein Atomkraftwerk mehr zünden an sich, ne? Macht auch keinen Sinn. So, also Ziegelsteine haben wir doch jetzt hier in der Zwischenzeit. Eisenbarren... Haben wir noch nicht genug. Eisenbahn brauchen wir noch 5 mehr, oder? Ja, das Eisenbahn ist noch das andere Problem. So, du machst... Ah, jetzt hier. Hose, Hemd. Aber für alles brauchen wir Stroh. So scheiße sowas. Also, like, really? I don't like these. Das ist nicht schön. Ja, die schlechte Laune. Ess halt was. Wir haben so viel Essen hier überall rumliegen. Heult hier rum, dass er nichts zu essen hat, weißt? Dumme Kuh. Ach, das ist Stroh. Oder was? Das Zeug wird Stroh. Ach so. Jetzt gerade verarschen? Er gibt Stroh. Tatsache, scheiß Schilf ergibt Stroh. Leute, das mal er gesagt hätte, Mann, ne? Vor 20 Jahren. Dass der scheiß Stroh ergibt. Ohne Witz. Vor allem, das wächst eh so schnell wie die Pest. Das dauert ein paar Sekunden, ne? Das Wachstum ist auch fast fertig. Es ergibt ja auch alles Heu hier. Wir sind jetzt hier massiv in der Heuproduktion angekommen. Das Einzige, was wir jetzt noch kurz machen würden, oder was ich gerne machen würde, wäre... ein Grab. Eine Fackel. Beleuchtet nachts Außenbereiche. Aber das ist leider eine Entflammbarkeit, sprüht Funken. Das heißt, das ist eigentlich nicht gut. Wir können natürlich trotzdem mal eine Fackel hinsetzen. Eine dorthin. Und eine dorthin. Lodaron. Lodaron, ich grüße dich. Mit deinen Boys. Schönen guten Abend. Danke fürs Vorbeischauen. Was habt ihr so getrieben? In diesem Samstagmorgen. Mitteleuropäische Zeit. Das ist gerade die Nordhalb, Google. Ja, jeder von euch kann quasi eine Region der Erde kaputt machen, oder was? Wächst ja nicht so random Gras. Grüß dich, Lodaron. Was geht? Was habt ihr getrieben? Was machen wir denn hier so? Alle wach, ja. Was haben wir zumindest ohne Ende? Ist das nur die Frage? Naja, Hemd, Hose, Hemd, Hose. Sollten auf alle Fälle mal... Wie mache ich jetzt davon? Eine Hose, drei Hemden. Ja, drei Hosen, drei Hemden, gut.
Das ist Clanvolk. Ein RimWorld-Klon, mehr oder weniger, wie wir herausgefunden haben. Der kleine Junge hat die ganze Zeit Hunger, also das gefräßige Bängelchen. Leute! Hallo! Bessert bitte mal hier unsere Pflänzchen, die verrücken sonst gleich alle. Für diese Bärenbüsche brauchen auch Jahrhunderte zum Wachsen, ne? Ohne Witz. So, die müssen jetzt aber alle zumindest schon mal ein bisschen Kleidung haben. Jetzt haben wir Nägel freigeschaltet, ohne Witz, was hier alles gibt in der Zwischenzeit. Oh Gott. Ja, wir brauchen auf alle Fälle mega viele Eisenbarren. Einfach mal 50 Stück, whatever. Holzkohle, auch nochmal 100. Dann Ziegel machen wir, auch nochmal 100. Und dann Aufgabe, auf alle Fälle machen wir mal Lamm. Und next Aufgabe ist Schilf pflanzen. Oder auch nicht, weil läuft eh schon alles, sehe ich hier größtenteils. Wachstum müsste eigentlich ganz cool sein, ja. 32, das wächst so schnell, ne? Ohne Witz. Das wächst in Sekunden. Das ist so praktisch. So, das ist eigentlich eine permanente, feste Strohquelle an sich. Wir können speichern übrigens mal. Krabbe macht Sachen. Okay. Krabbe macht, Krabbe. Ach, Krabbe einfach, egal. Was ist mit dem Lehm? Habe ich nicht ein Lehmding gebaut? Irgendwo doch hier Lehmkasten. Aber nutzt irgendwie keiner. Faules Volk. Krabben an die Macht, das ist ganz meine Meinung. Wäschekorb. Was ist das denn? Hä? Ach, das ist ein Weg. Aha. Interesting. Ziegelstein wurden. Ah, Sachen gibt's. Hier kann man Klamotten auf dem Boden verteilen. Jeder deutsche Haushalt immer. Rein theoretisch. So. Ideen, Dunkbeutel, Dunkkorb, ja, Wäschekorb, ne? Was machen wir jetzt? Ein Wäschekorb? Unterlagerung. Getreidelager. Digga, hast du Getreidelager? Wir kommen jetzt auf einmal auf Getreidelager. Hä? Jetzt habe ich auf einmal ein Getreidelager, keiner weiß. Okay. Krass. Ja, schlaf gut, Lodaron. Und das ist auch ein gutes Stichwort eigentlich mit Schlaf gut, Lodaron. Ich würde auch an der Stelle sagen, hier für mich tatsächlich, ich würde hier ebenfalls einen CUT machen, einen Cut, ja. Meine Freunde, wir sehen uns auf alle Fälle. Morgen wieder. Morgen Mittag. World of Warships. Morgen Abend. Victoria 2. Und Sonntag wieder, weiß ich noch nicht, muss mal gucken. Mal hart zu fein, 4 weiterspielen wahrscheinlich. Frank, du bist ein bisschen spät, Frank. Bist ein bisschen spät. Wir haben jetzt hier gerade schön Clanvolk gespielt. 2,5 Stündchen. War ein sehr schöner Stream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem dank Barbaren, dank Deadpools, dank Dragons. Die alle sehr unterhaltsam waren. Und auch an alle anderen. Danke fürs dabei gewesen sein heute. Wir sehen uns morgen wieder. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und ja. Die Emojis haben auch alle bekommen. Hype-Train-Emojis hier. Eine unfassbare Gaudi. Leute, ich freue mich. War schön heute. Vielleicht spielen wir das nochmal weiter. Ich weiß nicht. Ist eigentlich unterhaltsam. Ist ein schönes Spiel an sich. Mal gucken. Ob wir da nochmal einen Tag finden, wo ich das noch mit reinballer. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.